Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon. Die erste Saison ist abgeschlossen. Bitte geduld dich bis zur nächsten Saison. Ich bin Platz 52.000 gewesen. Ich hätte echt viel mehr spielen müssen. Man kriegt 100.000 LP, TM 171, Chat, was ist das? Ein Goldkronkorken, drei Silberkronkorken und eine Fähigkeitskapsel. Auf Platz 52.000. Und jetzt würde ich gerne mein neues Team ausprobieren. Saison ist abgeschlossen, bis zur nächsten Saison. Ah, die beginnt dann erst morgen. Okay. Dann machen wir auf jeden Fall einen zwanglosen Kampf, weil ich will das neue Team auf jeden Fall ausprobieren. Das zeige ich euch jetzt auch. Ihr wollt ja auch immer das Light-Team haben, das kriegt ihr auch sofort. Bin heute netter. Heute bin ich echt netter. Kampfteam öffentlich machen. Ah, ich muss erst hinzufügen, ne? Oder ne, ich kann das hier hinzufügen, genau. Hier, da geteilt 4 wird Team 6. Schaut es euch an. Azugladis, mega nice. Kürtel mit Dürre, Fiaro mit Rückenwind, Cesurio mit Evolit. Habe ich auch noch nicht gesehen, so oft. Karpels für Pilzsporo und Arcani mit Turbo-Tempo. Das überprüfen wir. Da sind die ganzen Attacken, da könnt ihr die sehen. Falls ihr das nachbauen wollt. Aber ihr kommt jetzt auch ein Light-Team. Öffentlich machen. Wurde öffentlich gemacht. Leihcode kommt sofort. Überprüfen. Und da oben habt ihr einen Leihcode. MRW6RV, wenn ihr das nachspielen wollt. Terra-Typ von Karpels ist noch nicht das, was ich gerne hätte. Ich hätte gerne Terra-Typ Boden drauf. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich Wundersaat auf Karpels spiele. Aber mit Technika und Kugelsaat und Wundersaat und Terra-Pflanze kann man halt richtig viel Schaden raushauen. Aber ja, mal schauen. Dampfwalze ist 90er Stärke, Kraftwelle ist 90er Stärke mit Technika. Kraftwelle hat eine Chance zu paralysieren und Dampfwalze macht Inne drunter. Und das will ich jetzt ausprobieren. Ich kann leider nicht in die VGC, deswegen werde ich einen zwanglosen Kampf machen. Gucken mal, wie das da ist. Aber zwangloser Kampf könnten Legis und so kommen. Ich lade es auf jeden Fall für euch hoch, egal was jetzt für ein Gegner kommt. Aber bedenkt, das sind nicht VGC-Regeln. Hariyama, vielen Dank für den Follow. Offensiv Sakani. Ja, ja, offensiv Sakani. Akko, ein normales Team. Das wird ja sicherlich ein Kramurks mit Knackrak, Monetigo. Das ist so ein richtiges Standard-Team. Das finde ich gut. Okay, sehr gut. Damit kann ich leben. Schade, dass ich keinen Rundumschutz mit habe. Gegen das Team, ich sage es euch, wäre Rundumschutz übel gut. Ich muss mir was wegen Knackrak überlegen. Ich habe leider kein Eis dabei. Er wird Kramurks am Anfang bringen mit Knackrak oder Monetigo. Da ich keine Stahlanfälligkeit habe, wahrscheinlich Knackrak. Und dann nehme ich was natürlich nicht anfällig ist gegen Boden und ihn wegkontern könnte. Vielleicht geht er auf Terra Boden. Wird er auf jeden Fall machen. Oder ich gehe auf Bedroher. Ja, das mache ich noch eher Bedroher, so. Karpels auf jeden Fall. Für Azumarill ist das gut. Und dann brauche ich noch was gegen... gegen sein Ramot. Käfer, Feuer... Habe ich eine Flug-Pokémon? Nee. Ich will Cesurio spielen. Da habe ich gar keine Dürre dabei. Na, ich habe nicht genug Zeit. Neues Team muss ich mir erstmal überlegen. Moin, Bolti. Ist ja nur, um mal das Team auszuprobieren. So, ich hast ja gesehen, ich habe eine Minute gebraucht, um überhaupt erstmal zu verstehen, was ich im Team überhaupt spielen will. Aber es war, also das war klar, ne? Kramurks mit Knackrak war klar. Es konnte nichts anderes sein. Oh krass, er hat Neutralschmuck drauf. Er wird wahrscheinlich Steinhagel machen. Könnte ich mir vorstellen.
Steinhagel. Der wird nicht Erdbeben machen, oder? Wird. Der ist auch egal. Ich habe kein Dings drauf. Schade. Schauen wir mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Erdbeben macht, wenn er nur Arcani trifft. Was macht der Boden? Ach, das ist so gut, ne? Habe ich Karpilz mitgenommen? Bitte sag mir, ich habe Karpilz mitgenommen. Krass, er macht nicht mal Rückenwind. Wieso macht er nicht Rückenwind? Ich bin schneller als er? Orkanschwingen ist schneller, krass. Gut zu wissen. Er macht tatsächlich Erdbeben. Hätte ich nicht gedacht. Damit trifft er doch nur Arcani. Tschüss, Arcani. Ich habe Karpilz mitgenommen. Frage ist, wie schnell bin ich mit Karpilz? Guck mal, ob ich schneller bin. Ist noch nicht online. Der Season 2 ist noch nicht online. Oh, was bringt der? Wenn er die Pilzspore Volcarona. Als ob er Bohrschnabel auf dem spielt. Habe ich noch nie gesehen. Wer spielt denn Bohrschnabel auf Krabux? Damit habe ich gar nicht gerechnet. Wer spielt denn Bohrschnabel auf Krabux? What? Bohrschnabel auf Krabux. Habt ihr das schon mal gesehen? Boah, Schnabel auf Kramburg. Ja, Rip Karpels hätte ich gebraucht gegen Knackrack. Ich habe jetzt nichts mehr gegen Knackrack. GG. Aber spannend. Das Team gefällt mir. Wenn, dann Sturzflug, habe ich schon gesehen. Ja, aber Bohrschnabel, also damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Krass, dass er davon nicht stirbt. Sogar extra Terra gemacht. Extra. Er macht wieder Erdbeben. Toll. Er macht wieder Bohrschnabel. Verrückt, verrückt, verrückt. Völlig verrückt. Killt ihm Ruckzuckhieb. Ich meine, ich bin eh schneller, deswegen egal, aber. Wohl nee, wenn er Dings. Killt ihn Ruckzuckhieb. Ich bin gespannt. Killt ihn ein Ruckzuckhieb. Ja, sehr schön.
Krasser, wieder Rückenwind noch. Versuche ich nächste Runde auch noch rauszukriegen. Wird schwierig. Hallo Lilly! Vielleicht scheiße ich auch auf Rückenwind. Ich baue jetzt die Akrobatik auf das Käfervieh. Wäre witzig, wenn ich das Game actually noch gewinnen würde, obwohl ich so einen krassen Missplay gehabt habe. Mit, Azumarill. Ja, guck mal. Ich habe so, also was habe ich denn da aus? Was habe ich denn da ausgewählt? Was habe ich denn da ausgewählt? Könnte sogar sein, dass er jetzt schneller ist als mein Fiaro. Mit Azumarill. Ja, sehr schneller ist, klar, der hat 100 Init. Aber Azumarill, das ist die Frage. Er hat auch eine Prio-Attacke gesetzt. Er hat bestimmt Schutzschild gedrückt. Okay, Azumarill ist schon mal langsamer. Der ist tot. So, wer gewinnt? Kürtel oder Azumarill? Ey, dass das nochmal so knapp wird, das ist eigentlich auch dumm. Ja, mit Karpels habe ich echt Scheiße gebaut. Muss ich echt sagen. Mit Karpels habe ich echt das Game gestrowt. Azumarill, verlier bitte. Ja, ich gebe alles dafür, ne? Weil vielleicht schläft er ja 3 Runden. Vielleicht habe ich ja mal Glück. Bleibe ich ja ausnahmsweise mal Glück, dass er drei Runden schläft. Wie wär's? Hä? Schlaf doch mal 3 Runden, bitte. Und meinte er, schläft 3 Runden? Oh, mach ich jetzt Welle. Naja, hat Kräfte. 1 Runde? Habe ich niemals. Hat Erdkräfte irgendwelche spezielle Dings? Senkt eventuell Spezialverteidigung. Den bräuchte ich jetzt, den Drop. 2 Runden. Das ist selten für mich. Aber da ich mich nicht heilen kann und er schneller ist als ich. Das war sogar am Volltreffer krass. Und okay, so viel Pech, wie ich am Anfang hatte. Jetzt kriege ich aber die übelsten RNG rein. Alter, noch eine Runde. RNG ist komplett auf meiner Seite, was mir überhaupt gar nichts bringt. Krass, Doppeltap runter. Wenn er jetzt nochmal schläft, habe ich gewonnen. Kann er überhaupt jetzt nochmal schlafen? Schade, ey. Ich hätte es aber so gefühlt, ey. Alter, wäre das witzig gewesen. Egal, das Team wird rasieren. Ich sage das euch. Das Team wird geil. Wenn ich ein bisschen besser spiele. Aber der Borschnabel auf Kramurks, der war aber auch ganz komisch.